Eine erschütternde Aufnahme. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas veröffentlichte am Mittwoch ein Video einer aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geisel. Der Mann identifiziert sich als der 23-jährige US-Israeli Hirsch Goldberg Polen, der am 7. Oktober auf dem Nova Musikfestival entführt wurde. Ich wollte mich mit meinen Freunden vergnügen und fand mich stattdessen mit schweren Verletzungen am ganzen Körper und mein Leben kämpfend wieder. Der junge Mann hat in der Geiselhaft offenbar die linke Hand verloren. In der Aufzeichnung beschuldigt er Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und dessen Regierung, am 7. Oktober tausende Israelis und seitdem auch die Geiseln im Stich gelassen zu haben. Die Geiseln seien, so wörtlich, in der Hölle. Sie lebten unter der Erde, es fehle ihnen an Wasser, Nahrung und an medizinischer Versorgung. Die Eltern von Goldberg Polen, die der Nutzung des Geiselvideos für die Berichterstattung zugestimmt haben, wenden sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Wir sind heute hier mit einer Bitte an alle Verhandlungsführer, zu denen Katar, Ägypten, die USA, die Hamas und Israel gehören. Seien Sie mutig, bringen Sie sich ein, nutzen Sie die Gelegenheit und treffen Sie eine Vereinbarung, damit wir alle mit unseren Liebsten wieder vereint werden können und damit das Leiden in dieser Region aufhört. Hirsch, wir haben heute zum ersten Mal seit 201 Tagen deine Stimme gehört und falls du uns hören kannst, sagen wir dir, dass wir dich lieben. Bleib stark, bleib am Leben. Vor einer Synagoge in Jerusalem kam es derweil zu Ausschreitungen, als Demonstranten die israelische Regierung auffordern, mehr dafür zu tun, damit die Geiseln freigelassen werden. Israel schätzt, dass sich von den etwa 250 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch 124 in der Hand der Hamas befinden, darunter 34, die das Militär für tot hält.